Als wir begonnen haben, mit der Musik zu arbeiten, die wir für dieses Album angedacht haben, haben wir sehr schnell bemerkt, dass es eine große Sehnsucht in der Band gibt nach Schönheit und Ruhe. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach einer bestmöglichen Umsetzung und sind da eigentlich im seltensten Fall bei jetzt vordergründiger Virtuosität fündig geworden, sondern eigentlich haben wir die simple Parts, die sind immer wichtiger für uns geworden. Alles Unnotwendige weglassen, das Ganze auszuschlacken und eigentlich ganz einfache Sachen reinzunehmen, die dem Song dienen. Wann gibt's das, die Ruhe? Vor einem Konzert, nach einem Konzert. Vor dem Urknall, nachdem das ganze Universum aufgehört hat zu existieren. Oder bevor das Leben beginnt und nachdem das Leben endet. Während wir dieses Album gemacht haben, dran gearbeitet haben, hat 2 Hochzeiten und 3 Geburten in dem Quartett gegeben. Leben war einfach ein enorm wichtiges Thema für uns in dieser Zeit. Da wir bei diesem Album sehr vieles selber gemacht haben, komponieren, arrangieren, aufnehmen und auch produzieren, wollten wir gerne einen Kollegen fragen, mit uns mitzudenken. Wir haben eine weitere Perspektive gesucht und mit Bugge Wesseltoft gefunden. Er hat uns verschiedenste Optionen geliefert, wo wir hingehen könnten mit unserer Musik, welches Pattern wir vielleicht austauschen könnten. Und wir haben diese Perspektiven genommen und weiterverarbeitet zu neuen Sachen, die auch ein Stück von uns in sich tragen. Es war eine sehr angenehme und inspirierende Zusammenarbeit. Thank you.
Wir haben bei diesem Album eigentlich nicht versucht, ein Live-Programm 1:1 umzusetzen. Üblicherweise war es so, dass wir bei allen unseren vorhergehenden Produktionen Stücke geprobt haben, die auf die Bühne gebracht haben und dann auf CD abgebildet haben. In dem Fall haben wir uns auf eine Klangsuche begeben, von der wir nicht wussten, wo sie uns hinführt. Versucht, dieses Konzept von Live und Album so zu trennen, wie auch die Räume für die Zuhörer getrennt sind. Auf der Bühne hat man visuelle Eindrücke, hat man einen anderen Eindruck von Raum, einen anderen Eindruck von Zeit. Alles das ist bei einem Album völlig unterschiedlich und deswegen haben wir gar nicht versucht, ein Abbild von einem Live-Auftritt auf dieses Album zu bringen, sondern wir haben eigentlich versucht, ein Album zu machen, das für sich selbst spricht und keine visuelle Unterstützung braucht.